Rodon! Ja, ich hatte eine kleine Aufnahmepause. Und deswegen spielen wir jetzt weiter. Welche Überraschung. Ja, ich habe mir schon ein bisschen was markiert, obwohl eine Mission war ja schon markiert. Ich habe Medizinbeutel. Achso, ja, okay. Ich hatte mir ja die Mission, die war ja schon markiert. Obwohl, nee, die war nicht markiert. Eigentlich war Meridian markiert. Da gehen wir auch definitiv als nächstes hin. Ich möchte ja auch auf jeden Fall. Ich möchte ja auch auf jeden Fall die Hauptstory weiterspielen. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, auf dem Weg dorthin nach Meridian, da liegt ja sowieso einmal eine Metallblume, die würde ich noch ganz gerne einsammeln. Und dahin in 411 Metern, da ist noch das Banditenlager. Das würde ich nochmal ganz gerne machen. Das liegt eben halt auf dem Weg, liegt noch ein bisschen näher dran. Und ja, die beiden Sachen werde ich machen. Die beiden Sachen möchte ich ganz gerne machen. Und dann gehen wir auf jeden Fall nach Meridian. Weil da klüngeln wir ja schon die ganze Zeit mit rum. Ah, oh Mensch, diese Flugviecher, die sehen einem auch sofort. Instant quasi. Sorgt immer noch da, dieser kleine Sack. Ich werde mich mal ganz langsam fortbewegen. Da hinten müsste es auf jeden Fall sein. Also wir haben ja einige Gegner auf der Ecke, also da müssen wir echt vorsichtig sein. Muss nämlich einmal um die Insel rum. Einmal um die Insel rum und da hinten soll eine Metallblume sein. Die will ich auf jeden Fall noch einsacken. Und dann machen wir uns. Ach du Scheiße. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Banditenlager. Da hatten wir Neil ja schon getroffen. Neil hatten wir ja schon getroffen, mit ihm haben wir schon das Pläuschchen gehalten. Nur ich wollte da eben noch nicht ins Banditenlager rein. Das werden wir dann halt jetzt nachholen. Hier ein Viechern rumläuft, das ist der Wahnsinn. Und da ist auch wieder so ein Fliege. Das ist wieder so ein Grau, so ein Grauhabicht. Ne, hießen überhaupt Grauhabichte? Ja, ne? Grauhabichte? Ja, ich meine. Ui. Was? Hier bin ich. Brav. Jetzt habe ich Ihre Nein! Aufmerksamkeit. Sag mal! Puh, das. Oh! Oh. Ah ja, toll. Jetzt kommt er natürlich hier an Land, weil er hier irgendwas gehört hat. Ah, er ist nervös. Er weiß, hier stimmt irgendwas nicht. Aus gutem Genau, Grund. ich bin längst weg. Genau, richtig. So, ich muss ein. Was geht denn da oben ab? Wer ist das? Ach, Lanzenhorn. Konnte ich jetzt von hier aus nicht sehen. Ja, also wie gesagt, hier muss ich runter. Dann gehen wir darüber, da hinten lang, bis da. Und dann gehen wir von dort aus da hinten rüber. Da sieht man ja schon. Die Gebilde hier hinten, das müsste eigentlich das Banditenlager sein oder so. Keine Ahnung. Ich denke mal. Aber es sind natürlich zwei da. Da hinten ist auch noch so ein Schnappmaul und dann noch so ein Fliegeviech. Oh Mann. Ja. Und Wächter nehmen wir mit. Beziehungsweise die Teile dafür. Davon, darüber. So, einmal. Wow. Ja, toll, jetzt haben sie mich schon wieder gesehen. Scheiße. Muss ich dann doch noch etwas weiter drumherum laufen? Verfolgen die mich jetzt? Kommen die hoch hier oder? Mal der nicht. Der hockt da, der hockt da. Der hockt da. Wir müssen wirklich einmal hier ganz außen rum müssen wir eigentlich laufen. Dann ist noch ein Wächter, den kriegen wir noch geknackt vorher. Ah, das ist echt zum Häuser, ey. Und vor allem, dass die da noch. Oh Mann.
Ich werde mal ein bisschen weiter. Ist da auch noch ein Schnappmaul, ja. Ach, er hat mich da hinten auch schon im Blick. Na, das ist ja ganz toll. Naja, greift mich auch an jetzt. Na gut, du wirst gleich sehen, was du davon hast, mein Freund. Was? Sei denn, er trifft mich. Ach, Mist. Ich hab doch getroffen. Ah. Mist. Ah, wollte ich gar nicht. Ich wollte... Hab ihn gleich. Ja. Das hast du davon. Das hast du davon. Du Scheiße. Vorsichtig bleiben. Können natürlich auch laufen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ob wir schnell genug sind. Ich muss auch unbedingt noch Holz sammeln. Also dieses Reinholz. Weil davon haben wir nämlich 0, gar nichts mehr. Oh, der ist rot. Gelb. Ich laufe mal fix hier zum Wasser runter, weil da ist nämlich gerade keiner. Ein scheiß Schnappmäulern. Genau. Da wird es auch vor denen kein Schiss, aber ich will mich mit denen ja auch nicht elend lange aufhalten. Darum geht's mir ja. Möchte auch mal ein bisschen vorankommen. Also bin ich hier die ganze Zeit nur dabei. Das habt ihr. Nee, hab ich das gezeigt in der letzten Folge? Nee, ich meine nämlich nicht. Ich habe nämlich, naja, glaube in der Aufnahmepause habe ich nämlich noch einiges angestellt. Ich habe dann noch diese Panzerwanderer habe ich noch ein bisschen geärgert. Mit Seilen und so. Habe ein paar Sachen ausprobiert und habe so ein bisschen geübt, wenn man so will. Und, weiß nicht, also da habe ich auch irre viel Zeit mit verbrannt. Ich meine, es bringt natürlich auch alles immer schön XP, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ups. Es bringt alles immer richtig schön XP, hier die ganzen Peebles hier zu nerven. Und hier soll irgendwo eine Blume sein. Irgendwo soll hier eine Metallblume sein. Metallblume, Metallblume. Ne, mach mal das Fenster weg, ich sehe hier nichts. Ich gehe mal hier vorne hin. Und nicht noch was Grünes. Da könnten wir noch mal reinschauen. Na gut, dann ein paar von den grünen Mods. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon... Ich glaube, das hatte ich auch nicht gezeigt. Metallblume, da ist sie. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Nee, ich habe nämlich noch den Modbeutel habe ich nämlich noch aufgeräumt. Wer hat diese Blumen erschaffen? Das ist eine gute Frage. Und warum? Wir haben ja auch bald alles an Sammelsorium, haben wir schon fast alles durch. So. Warum brauchen wir auf jeden Fall ein paar? Falls wir noch Holz brauchen, gleich für den Angriff. Schockwurzel, ja, nehmen wir mal mit. So. Neil, mein Kleiner. Wo bist du? Wo hatte ich dich? Bist du irgendwo? Warst doch hier, ne? Ist auf jeden Fall schon mal das Banditenlager 100 Pro. Warte mal, ich muss, Achso, das hatte ich auch schon markiert. Ja, sehr gut. Irgendwo hatte ich doch hier Neil gefunden, weil ich weiß nicht, ob ich mich bei ihm nochmal anmelden muss. Sozusagen. Obwohl ich glaube nicht, ich habe die Quest aktiviert. Also insofern dürfte er eigentlich jetzt schon in Lauerstellung sein. Erstmal... Vielleicht soll ich erstmal rechts zum Weg weiter. Dann komme ich nämlich auch zum Lager. Ja, sind hier nur diese Vorposten. Ui! Halt, was war das? Nix. Da vorne steht ja schon einer. Oh. Oh. Achso, das ist ja Neil da oben. Wollte schon sagen. Alter, bring ihn um, bring ihn um! Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Ja, toll. Na, ganz toll. Also mit Anschleichen ist dann auch wieder nichts, weil Neil sich wieder eingemischt hat. Jawoll. So will ich das sehen. So.
Aber Alarm ausgelöst haben sie anscheinend noch nicht, weil sonst wäre hier mehr Action. Wollen wir mal wieder versuchen, ein bisschen rumzustealthen. Mal gucken, stealthen. Oh, 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 oh. Ah, Banditenkämpfer. Was haben wir da hinten? Das ist das Banditenalarm. Ja. Da hinten, da sind die Gefangenen. Was ist eigentlich das da? Das sind Vorratskisten, alles klar. Okay. Ist einer drin? Ein Alarm. Ja, damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Ja, ich weiß. So, warte mal, ich würde mal mit Stein probieren. Oh, habe ich zwei gehört, das ist nicht gut. Hauptsache, kommt hier hin, das ist das Wichtigste. Was war das? Ach, da hinten steht ja auch schon einer. So, dann holen wir uns den mal als nächstes. Genau, komm du mal her. Ich hab was gehört. Ja, das sollst du ja auch. Komm her. Brav. Komm her. Was war das? Aha, war mein Stein. Also, echt zu kurz. Hm? Das. Oh. Oh, 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 oh. Ja, genau. Du hast es gehört. Komm mal her. Komm her. Ja, komm her. Brav. Schenkt mir keine Beachtung. Nee, nur den Stein Beachtung schenken, bitte. Dankeschön. Sehr schön. Läuft da noch einer rum? Nee, so, da haben wir den Banditenbarbar. Wie mit seiner komischen Waffe da. So, dahin laufen auch noch ein paar rum. Die gönnen wir uns später. Ich würde mal sagen, ich muss mal gucken, ob wir an den Alarm schon noch rankommen. Ist erledigt. Richtig. Ah, kurz mal hier vorne hin. Na, sollten wir uns den mal gönnen? Dann machen wir erstmal die. Weiß nicht, ob wir den Barbar, ob wir den irgendwie mal so kriegen. Also sagte ich, ich lasse mich von keinem Osaram erledigen. Dann Stille. Wie sich herausgestellt hat, war er schon tot. Der Anführer lässt sich also nicht, okay. Oh, aber wenigstens mit einem Pfeil, das ist doch schon mal sehr gut. Mit. Können wir gar nicht alles mitnehmen. Warum nicht? Weil wir da voll sind. Das ist nicht schön. Rohstoffbeutel ist voll. Das ist nicht gut. So, pass mal auf. Da hinten läuft noch einer rum. Da läuft noch einer rum.
Was ist sie? Haben wir hier vorne irgendwo? Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du mich? Nein, du siehst mich nicht. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir auch? Oh, 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 oh. Mal hier wieder runter. Lalalalalalalalala. Ah, so. Komm mal hier vorne hin. Genau. Komm hierher. Komm hier. Genau. Gut, gut. Machst du Schwein? Machst du Schwein? Nee, hier sollst du hin. Da sollst du hin. Komm mal. Also gut. Planänderung. Komm schon, Herzchen. Keine Angst. Das wird kurz und schmerzlos. Machen wir es halt so. Wenn du nicht zu mir kommen willst, dann schicke ich dir einen schönen, netten, freundlichen Pfeil. So. Oh. Du siehst sie. Sie sehen dich nicht. Oh, 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 das ist nicht gut. Jetzt haben wir hier zwei. Eine Leiche. Ach, wir haben gar keine. Wir haben gar keine Steine mehr. Das ist natürlich doof. Hey, hier hat jemand einen von uns erwischt. Ah, scheiße, unentdeckt. So. Die anderen sind auch alarmiert, scheiße. Ah, das war's dann wieder mal mit rumstealthen. Obwohl, na gut, wir können uns ja hier verstecken. Vielleicht entdecken sie uns auch nicht gleich. Ja, die hinten sind auf jeden Fall... Na gut, die sind alarmiert. Sie sind alarmiert, aber haben noch keinen... noch keinen entdeckt oder sie sind noch nicht so richtig in Aufbruchstimmung. Ja, aber die sind auf jeden Fall gewahrschaut. Gehen wir doch mal hier vorne rein. Was haben Sie mit den Gefangenen vor? Bestimmt nichts Gutes. Nee, vermutlich nicht. So, pass mal auf. Habt ihr nicht gehört, oder was? Doch, 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 doch. Problem, da kommen nur zwei. Das ist nicht gut. Ah, scheiße, haben beide gehört. Etwas. Ah. Hat sie uns jetzt gesehen oder hat sie uns nicht gesehen? Oh, natürlich, da greift die auch noch an. Oh Mann, ey, was meinst du, wozu ich denn... Oh ja, und steh noch im Weg. Oh. Auch Headshot. Ist hier noch ein Gegner? Nee. Immer noch rum. Holen wir erstmal die Gefangenen, wenn wir schon mal hier sind. Oh, ein netter kleiner Käfig. Oh. Schon gut. Gleich seid ihr frei. Ich lasse euch hier nicht zurück. Wenn du wüsstest. Oh, da kommt einer. Mist! Der hat uns auch gesehen. Aber warum fängst du denn an zu schießen? Neil, Mensch. Stealth, weißt du doch. Zack, ab in die Rübe. So, wen haben wir noch über? 1, 2. Dann ist nichts mehr. 1, 2. 2. 2 Gegner noch. Die können wir uns doch so krallen. Ich wollte eigentlich nur so stealth-mäßig machen. Aber ihr seht ja, Neil hat uns das wieder schön versaut. Neil hat es uns versaut. Komm. Na komm. Uppu. Zack.
Das müsste es gewesen sein, oder? Jo, befreit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber wegen so ohne großen Tumult, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das war keine schlechte Runde. Nicht ganz Stealth, aber naja, so ein bisschen. So, pass auf. Verkaufen. Ich will erstmal verkaufen. Weil wir echt, und wir haben, ihr seht ja selber, wir haben ja so viel Zeug. So, erstmal gucken. So, Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern. Was war das jetzt? Das war ein Panzerwanderer Herz. Geschäfte, Verkauf gegen Metallscherben, das ist gut. So, Geschäfte, Objektherstellung, Verkauf gegen Metallscherben, das ist auch gut. Desto mehr Sachen wir verkaufen können, desto besser ist das. Weil hier Geschäfte mit Händlern, das bedeutet natürlich, dass wir vielleicht gewisse Items nur kaufen können, was weiß ich, meinetwegen für 800 Metallscherben und dann jetzt meinetwegen noch eine Panzerwanderlinse dazu oder so. Das ist ja immer das ist immer die Krux. Können wir natürlich trotzdem alles verkaufen, rein theoretisch, aber naja. Nachher brauchen wir es dann doch wieder und dann bist du wieder auf der Suche. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Geschäfte mit Händlern. Sonst ist alles hier Objektherstellung. Ich werde trotzdem mal ein paar Sachen verkaufen. Also diese kleineren Stacks auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch mal so eine Frage hier auch Metallbrand, ob wir sowas brauchen. Also ich meine, brauchen werden wir sicherlich, sonst könnte man daraus ja keine Munition etc. PP herstellen. Aber wir haben ja auch schon so viel auf Lager, deswegen muss ich da erstmal ein bisschen leer machen. So, und außerdem brauchen wir auch ein paar Metallscherben. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Guck mal, hier, guck dir das mal an, was wir hier an Kühlsaft haben. Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall mal ein paar Stacks verkaufen. So, zack. Davon auch gleich mal ein paar. Ich würde mal sagen, so dass wir vielleicht nachher vielleicht noch 3 Stacks oder sowas über haben. Ne? Oder irgendwie sowas oder 4 Stacks, irgendwie sowas. Weil ihr seht ja, ich brauche echt den Platz. Ich brauche den Platz. Kriegen wir zwar jetzt auch nicht so die Unsummen für, aber komm, das lassen wir so. Dann hauen wir hier noch den Kram weg. Die Lohe brauchen wir zwar auch, ich weiß, aber ein bisschen, das können wir ja trotzdem verkaufen. Metallgefäß können wir, glaube ich, auch zumindest die 34 Stück mal verkaufen. Obwohl, da können wir eigentlich noch mehr von verkaufen. So, auch da kriegen wir insgesamt 200 für. Dann machen wir auch hier noch ein Stack, sodass wir eigentlich so von diesen ganzen Sachen immer so 4 Stacks oder so haben. Würde ich mal so sagen. Kann man machen. Hoffe ich. Ansonsten müssen wir halt wieder jagen gehen. Ich meine, man sieht ja, wir haben das recht fix. Wir haben das ja mal recht fix wieder zusammengekriegt. Also von daher. So, auch von denen mache ich mal. Da verkaufe ich auch noch einen dritten Stack. So. Das lassen wir so. Davon verkaufen wir ein Stack. So. Ups. So, davon haben wir 2 Stacks, das lassen wir es mal. Davon haben wir 3 Stacks, das passt auch. Hierfür verkaufen wir die 2 Stück Feuerbrennwurzel. Ja gut, den 1 Stack verkaufen wir. Den 1 Stack verkaufen wir. Zack. Und auch hier verkaufen wir Zünder. Ja, es wäre mal ganz hilfreich, wenn da stehen würde, für was man das braucht, oder beziehungsweise für was man das craften oder was man damit craften kann. So, das haben wir. Machen wir noch einen Stack? Ach, wir lassen es erstmal so. Ich meine, wir haben jetzt 82 von 100. Ich denke mal, das reicht erstmal. So, verkaufen. Verkaufen. Das ist die Frage. Verkaufen. Den Kram wollten wir behalten. Das können wir nicht verkaufen. Modifikationen, da wollte ich auch nochmal bei, noch ein paar Sachen verkaufen. Weil sowas hier mit 15% Schaden ist zwar ganz nett, aber wir haben hier auch Sachen mit 18% Schaden. Also was nachher die blauen Sachen sind, die sind wesentlich besser. Oder hier die ganzen lilanen Sachen. Also ich glaube, die ganzen grünen, die können wir wirklich getrost verkaufen. Das werde ich auch mal tun. Das habe ich schon mal gemacht. Eine Aufnahmepause, meine ich. So, und dann haben wir hier die ganzen blauen, lilanen Dinger. Davon haben wir natürlich eine ganze Menge. Da müssen wir auch nochmal gucken.
So, Outfits wollte ich auch noch mal bei. Ich guck mal eben bei den Waffen. Kajas Stolperfalle. Achso, ich wollte sowieso erstmal nur die lilanen Sachen haben. Schattenschleuder. Stolperfalle. Ach, das lassen wir, glaube ich. Das brauchen wir momentan noch nicht. Outfits, da wollte ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, dass ich da mehrere Rüstungen haben möchte. Eine leichte zumindest, eine mittlere und eine schwere Rüstung. Eine schwere haben wir ja schon hier. Die Verderbnistilgerin, die haben wir ja. Das ist dann eine schwere Rüstung. Obwohl, das sind alle schwere, ne? Ach, okay. Außer Rahmen-Fallbrecherin, schwer. Da müssen wir auch nochmal gucken, vielleicht, dass wir hier nochmal das eine oder andere vielleicht hier nochmal kaufen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Effekte gegen Eis. Überlebende schwer, sehr selten. Ich meine, gut, im Prinzip könnte man sich auch mehrere schwere Rüstungen zulegen. Das sieht natürlich nett aus, ja. Sieht natürlich nett aus, aber da haben wir kein Stürmerherz für, das war ja klar. Das sieht auch nicht verkehrt aus. Langbeinherz. Was haben wir da für Effekte? Gar keine Effekte. Dafür haben wir aber auch drei Modifikationen, die wir darauf einsetzen können. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Was hatten wir hier? Das war gegen Verderbnis. Die anderen haben alle zwei Mods. Also dann würde ich mir auf jeden Fall nochmal Kaja Seide nochmal kaufen. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, wir haben da drei Mods, die wir da ansetzen können. Kaufen wir. So. Ausrüsten. Ja, können wir machen. Outfit ausrüsten. Ja, können wir machen. Und was wir nochmal machen können, ist hier vielleicht dann auch nochmal eine mittlere Rüstung. Auch hier wird es doch sicherlich eine Rüstung geben mit drei Mods. Ne? Zwei Mods. Okay, das höchste der Gefühle ist dann tatsächlich mit zwei Mods. Kaja Seide, das ist die Geschichte. Oder Pfeilbrecherin, was haben wir denn da? Effekte. Zielen plus 20, wenn ich das richtig sehe. Krieger, keine außer Rahmen, würde Pfeilspitzen je entfernen. Das sieht auch witzig aus mit dem Kopftuch. Sichtbarkeit minus, also Sichtbarkeit 40. Das ist für die auch nicht schlecht. Nora Überlebende, weil dann hast du halt gegen Feuer, du hast gegen Eis, du hast gegen Strom, du hast gegen Verderbnis, hast du. Auch nicht verkehrt. Ja, mit so gegen Verderbnis, auch nicht schlecht. Banuk mit so einem Horn auf der Stirn. Naja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da stehe ich dann mehr so auf diese hier. Sieht eigentlich genauso aus wie die schwere Version davon, oder Kaja? Kaja Seide, schwer. Was ist denn da der Unterschied? Wir haben da die Arm- und Schulterschutz. Das sieht doch total gleich aus. Naja, gut, außer dass es... Naja. Kaja Feuerwappenmittel. Also ich bin ja eigentlich ganz ehrlich ein Fan von solchen Geschichten hier, wo du wirklich zwei Mods reinsetzen kannst, weil wenn wir nachher die Fähigkeit haben, die Mods auch auszutauschen, können wir auch die Rüstung als solches beeinflussen. Also von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Wir kaufen uns die einfach mal. So, zack. Wir kaufen die jetzt mal. Neues Outfit. Ausrüsten, abbrechen. So, die haben wir aber gekauft. Da könnten wir uns natürlich noch eine leichte Rüstung kaufen. Auch hier müssten wir schauen. Kaja Feuerwappen leicht. Osaram Funke. Kaja Seide. Ja gut, ich meine, Banuk leicht. So, da haben wir nur eine Mod. Da haben wir diese Nora Überlebende leicht. Minus 25 Sicht. 30, 10. Ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von. Also ich glaube, leichte Rüstung, weiß ich nicht. Also da sollten wir vielleicht ein bisschen später mal gucken. So, Rohstoffe kaufen brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Das brauche ich jetzt momentan auch nicht. Das sollte erstmal reichen, hoffe ich.